Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Xenoverse. Im letzten Part hat die Dimension den Zug übernommen, Cloud. Schauen wir uns mal an, was wir so machen können. Ich weiß jetzt nicht, was Lyron ist, aber das sehe ich ja dann. Das ist Lyron. Sich halt die Befürchtung, dass direkt ein Stahlangriff einsetzt, also einen offensiven, weil das ja vielen sehr effektiv trifft. Das hat da bestimmt Robustheit, die kann ich auch mit Mogulhieb entfernen. Ist dann ein Power-Abschlag zu besiegen. Schön auf. Hätte man euch Menschen nicht beigebracht, dass man Roboter nicht beim Essen stirbt. Ich wusste gar nicht, dass Roboter essen. Oder wie man werden. Ist ja bei der so. Thank you.
gar nicht so zum Erfolg gekommen. Bist du ja der Trainer, wenn es sind ja alle nervösen, keine Sorge, wir Wissenschaftler sind schlecht beim Pokémon-Kämpfen. Aber wir haben Rätsel für ein Trainer wie dich. Asta war es doch. Ich bin sicher, dass Asta es später dazu kam, oder? Oder habe ich mich hier? Oder habe ich mich damit den Namen vertan? Kann sein, dass ich mich gerade an jemand anderen gedacht habe. Er hat die Wissenschaft der rückgratlosen Nerds genannt. Tula ist doch Elektrospender. Das ist also Voltula, oder? Mit dem englischen Namen kann ich mich natürlich komplett vertun. Ah, aber ich hatte nicht.
Ich weiß, dass ich den Einzigen nicht helfe, aber ich habe auch einen Ehrencoach. Ich kann mich noch an die anderen erinnern, die mir Kugel gegeben hatten. Geändert. Galt also nur für den Raum mit dem Max-Elixier drin. Thank you.
Natürlich ist es dann immer wieder paralysiert, kann er nie angreifen. Der General ruft sich auf, und es ist unsere Aufgabe, Störenfriede von ihm fernzuhalten. Ist ja schon zwei vor mir. Wir an all den vorbeigekommen, ohne dass die dann kämpfen haben. Ich du Schrotthaufen. Hey, da bist du ja. Okay. Ey, warte mal. Okay, was bist du denn hier? So, bist ja auch dessen letzten Plan bewusst geworden.
hatte ich mal schon gefragt, was sie vorhaben. Hallo, hast du vor, es 3 gegen 1, weil die Mosaik, okay, das war der Herr, dass ich das letzte Mal in Aktion gesehen habe. Zeig mal, wie du dich dann verbessert hast. Ja, ich sehe, wie ich die Abenteuer rund um Eldel zu einem vollen Trainer machen. Ich hoffe, dass wir unsere Kräfte mal vergleichen können. Da stimme ich komplett zu. Nur mit der Asta, was du nimmst, Pikachu. Pikachu. Er ist kein. Zeit zum Feiern, Kinder. Wir wissen jetzt nicht, was der nächste Wagen für uns vorbereitet hat. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Meine Pokémon haben Angst vor irgendeiner schrecklichen Kraft. Hey, wir treffen bestimmt jenen, der für das Verschwinden des Wagens verantwortlich ist. Komm, wir schaffen das schon. Ich gehe zusammen mit Asta. Thank you.
ausmachen.